Ja, dann sage ich Hallo und begrüße alle Zuschauerinnen und Zuhörer aus der HBK Saar hier in Saarbrücken, aus dem DBZ und werde heute sprechen zu der Genossenschaft als mutueller Realität, die geschichtliche Gegenwart eines Modells sozialer Innovation. Den Vertreterinnen der Kooperativen kommt in der menschlichen Emanzipationsgeschichte eine wichtige Rolle zu. Eine Rolle, die es im Sinne der sozialen Innovation zu erneuern und zu bedenken gilt. Die Denkerinnen des Liberalismus, die berühmte Frauenrechtlerin Harriet Taylor Mill und ihr Gatte John Stuart Mill, bringen in den Principles of Political Economy die Idee von Kooperativen zur Geltung. Wesentliches Ziel für die Vereinigung von Arbeiterinnen in Kooperativen sei es, dass die Arbeiter dadurch unabhängiger von ihren Arbeitgebern werden. An die Stelle der Lohnabhängigkeit tritt in Mills Modell die arbeitergeführte Kooperative zwischen den Produzierenden und den Konsumierenden. Die zugrunde liegende Einsicht ist, dass die Prinzipien der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen auf immer wieder neu zu bewertende Vereinbarungen zwischen den Menschen zurückzuführen sind. Den Vertreterinnen des Liberalismus war klar, da es sich um von Menschen gemachte Ökonomien handelt, könne man sie auch durch entsprechende rechtliche und politische Regulierung gestaltbar halten und sie offen halten für soziale Innovation als einen Prozess der sozialen Erneuerung. Eine entsprechende Erneuerung setzt voraus, dass Menschen sich als aktive Subjekte der Geschichte begreifen. Diese Subjekte erleben sich nicht als Objekte der Verfügung, denen man befehlen müsse. Diese Subjekte erleben sich in einem sozialpsychologischen Sinne nicht als Opfer der Verhältnisse, sondern als freie Subjekte. Dieses Ideal eines unmittelbar freien Subjekts hat verschiedene Vorläufer. Da ist zum einen das Subjekt der Geschichte, wie es in einer traditionell liberalen Gesinnung begriffen wird. Im eher sozialistischen Passepartout tauchen Personengruppen im 19. Jahrhundert auf, die sich zu sogenannten freien Assoziationen zusammenschließen. Arbeiterinnen und Sozialistinnen, die sich im Namen des Proletariats und der Emanzipation von patriarchaler Herrschaft zusammenfinden in Bünden. Ihre Ideale leiten sich aus dem Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung ab. Sie wollen nicht weiter ausgeschlossen sein von der Verteilung der Güter. Sie wollen auch Teil des Commonwealth sein, also am allgemeinen Wohl, zum Beispiel an Grund und Boden, teilhaben könnten. Dazu gründen sie Vertretungen der örtlichen Selbstorganisation. Hier bestehen im Übrigen auch Bezüge zur Raiffeisenbewegung. Egal ob liberal oder eher sozialistisch orientiert, hier ging es und hier geht es um Prinzipien der Mutualität. Unter Mutualität versteht man das Prinzip der Gegenseitigkeit. In der politischen Ökonomie drückt sich das zum Beispiel in Fragen des gerechten Lohns aus. In der Heilsökonomie, und auch so etwas gibt es, drückt sich das theologisch ebenfalls im Horizont eines gerechten Lohns aus. Nur dass die Quelle und der Grund der Entlohnung bei Gott liegt. Auf Gegenseitigkeit beruht auch die Beziehung zwischen dem alttestamentarischen Gott und seinem Volk, die am Sinai einen Bund eingegangen sind. Das Zeichen dieses Bundes ist im Übrigen der Regenbogen. Er stellt den Verkehr zwischen Himmel und Erde dar. Und da ein langer Blick, wie es bei Henning Ritter heißt, in die Vergangenheit entschädigt für die fehlende Zukunftssicherheit, werfen auch wir diesen Blick und schauen zurück in die Jahrtausende und sehen vor dem inneren Auge Menschen vor uns, die in ganz unterschiedlichen Kulturen bestimmte Soziotypen ausgeprägt haben, die sich mit dem Übergang von Leben und Tod und dem Verkehr zwischen den Toten und den Lebenden befasst haben. Man nennt diese Person gerne mal Schamaninnen oder auch Ärzte, mal Priester, mal Propheten. Unter ihnen befinden sich einige der wichtigsten Erneuerer schlechthin, die Techniken und Methoden entwickelt haben, um der radikalen Ungewissheit menschlicher Existenz entgegenzuwirken. Aber nun lenken wir in einem zweiten Schritt den Blick auf die gestalterischen Avantgarden in der Kunst- und Designgeschichte. Viele von ihnen wollten auch heilen und manche sogar erlösen, ob eher spirituell oder okkult veranlagt oder eher technisch-wissenschaftlich orientiert, die meisten modernen Formen der Behandlung von Unsicherheit laufen unter dem Vorzeichen des Experiments und ja insbesondere des künstlerischen Experiments ab.
Diese Behandlungen finden mitunter im Atelier, mal wie auch hier im Labor statt. Doch immer häufiger finden Menschen sich im 19. Jahrhundert zu Kooperationen zusammen, die den Charakter einer Künstlergilde zum Beispiel bekommen, wie sehr bekannt in England die Arts and Crafts Movement oder ab ungefähr 1900 auch in Deutschland Künstlerbünde, die es dann in den 10er und 20er Jahren vornehmlich gibt. Was sie trotz aller Unterschiedlichkeit aber eint, ist die Utopie eines neuen Menschen. Und der wird mit Vorliebe verkörpert in der Gestalt der Person. Seit knapp 150 Jahren lässt sich ein Ringen beobachten zwischen den Rollenbildern des Künstlers als Genie auf der einen Seite und dem Selbstverständnis eines eher Teamplayers, wie er sich vor allem im Designkontext dann etabliert. Künstlerinnen und Genossenschaftlerinnen teilen eine wichtige Gemeinsamkeit. In der Avantgarde-Kunst und in einem genossenschaftlich geprägten Menschenbild herrscht eine gewisse Betonung des ganzen Menschen vor. Ein Mensch, der Kraft seiner biologischen Auseinandersetzung oder seiner biologischen Ausstattung, besser gesagt, im Grunde nicht anders kann, als ein soziales Lebewesen zu sein, das mit und durch andere erst zur vollen Entfaltung gelangt. Des Weiteren existiert eine gewisse Betonung der Örtlichkeit. Es ist eben nicht egal, wo man sich aufhält, selbst nicht einmal im globalen Dorf. Es zählt, wo man sich befindet, der Genius Loci. Eine genossenschaftlich geprägte Existenzweise hat mit dem ursprünglichen Konzept der Nachbarschaft viel zu tun. In Nachbarschaft arbeitende, lebende, siedelnde Lebewesen verschreiben sich einem anderen Modus der Produktion und der Reproduktion des intergenerationellen Lebenszusammenhanges, als es tradierte Familienkonzepte vorsehen. Die Familie folgt der genetischen Linie der Evolution, die Genossenschaft der epigenetischen Linie kultureller Reproduktion. Der große Vorteil der epigenetischen Fortpflanzung ist ihre viel größere Varianz. Je mehr es zur Durchmischung im sozialen Genpool kommt, desto wahrscheinlicher sind Prozesse der sozialen Erneuerung und der Transformation. Andere Menschen zu begünstigen, sie in den eigenen Lebensplan einzubeziehen und gemeinsam die Basis für eine solidarische Kultur zu entwickeln, ist eine wunderbare und sehr sinnvolle Aufgabe. Das wusste auch Hannes Meyer sehr gut, der zweite Direktor des Bauhauses in Dessau. Auch hier zu sehen, der zweite Direktor, der ab 1928 in Dessau tätig war, ein Schweizer, Vertreter auch der Genossenschaftsbewegung. Und für Hannes Meyer war eine Pädagogik, die Sie kennen, sehr prägend. Das war die Pädagogik Johann Heinrich Pestalozzis. Und Pestalozzi hat eine neue Verhältnisbestimmung zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft, später Gesellschaft genannt, eingeführt. Pestalozzis Lehre beruht auf dem einfachen Gedanken, dass jede Person per se ein entwicklungsfähiges Talent besitzt. Das ist das, was wir heute unter Potenzialentfaltung beschreiben. Und von hier aus, von Pestalozzi über Hannes Meyer, führt auch ein Weg zu Auffassungen wie den von Joseph Beuys in der Kunst, dass jeder Mensch ein Künstler sei, oder im Soziodesign bei Viktor Papanek. Dort heißt es, dass jeder Mensch ein Gestalter sei. In der Pädagogik Pestalozzis wird aber auch ein anderes Prinzip hochgehalten, das man ebenfalls anführen muss, ohne dass es auch kein gelingendes Gemeinwesen und auch keine gelingende Genossenschaft geben wird. Es ist das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe. Hannes Meyer war, wie gesagt, ein großer Freund des Genossenschaftsgedankens. Wie die Kollegin, die Designhistorikerin Melanie Kurz beschreibt, war es seiner Lehre zu verdanken unter seiner Direktion, dass ein besonderes gestalterisches Augenmerk einerseits auf Rationalität und Wissenschaftlichkeit gelegt wurde in seiner Auffassung von Lehre und gleichzeitig in der Lehre das Konzept der gesellschaftlichen Verantwortung von Designern und Architekten aufgekommen ist. Und diese Verantwortung galt insbesondere für die Bedürfnisse und Probleme der Arbeiterklasse, denen man sich in der Ausbildung erklärtermaßen zugewendet hat. Der Kollektivgedanke, so Melanie Kurz, wird von Hannes Meyer im bewussten Gegensatz zum Künstlerindividuum verstanden. Damit verbaut er jenen Tendenzen am Bauhaus den Weg,
die im genialisch veranlagten Individuum das ewig gültige Paradigma von Gestaltung sehen wollten. Nun tritt also Ende der 20er Jahre anstelle des Genies das Kollektiv kommt in Geltung im Gestaltungskontext. Kollektive haben die Eigenschaft, die versammelte Intelligenz zu bilden, sofern das ihre Organisationsstruktur zulässt. Es gibt ja auch Kollektive, wo durch strikte Kommandostruktur das Einbringen von individueller Intelligenz eher zu kurz kommt. Man denke an die hierarchische Gestaltung der Armee oder die weisungsgebundene Struktur im Großkonzern. Wohingegen nun moderne Management-Theorien versuchen, das Rätsel zu lösen, wie sie die Innovationskraft ihrer Mitarbeiter aktivieren können. Und einen Anleihen wären zu nehmen bei Erfahrungen von Hannes Meyer, der sich wiederum stark im Austausch mit Oskar Schlemmer, den kennen Sie vielleicht durch das triadische Ballett, im starken Austausch mit Schlemmer war und sich über das Konzept des neuen Menschen verständigt hat. Und was wir heute auch unter dem Vorzeichen einer neuen Bauhausbewegung durchaus zur Kenntnis nehmen sollten und darüber nachdenken sollten, ist ein Konzept eines Menschen, der erfinderisch und ich betone vor allen Dingen problemerfinderisch ist. Problemerfinderische WissenschaftlerInnen sowie forschende KünstlerInnen sind in der Tat in dem Maße kreativ, wie sie Probleme erfinden. Sozial-ethisch belastbar sind diese Personen, wenn sie von Grund auf kooperativ verfahren und andere Personen in ihre Problementwicklung mit einbeziehen und teilhaben lassen. Vielleicht sollte man künftig stärker berücksichtigen, dass manche Menschen nicht Probleme lösen wollen, sondern erfinden wollen. Das sind geborene Troublemaker und auch die gilt es in der Genossenschaft zu würdigen. Nun, ich komme zu meinem dritten Punkt. Genossenschaften sind einerseits bekanntermaßen Risikogemeinschaften. Andererseits wirken sie als soziale Integratoren von unschätzbarem Wert für eine Gesellschaft, die sich selbst als pluralistisch versteht. Sie ist von unschätzbarem Wert für eine Gesellschaft, die echte sozioökonomische Teilhabe realisieren möchte. Wer sich Mutualität als gelebte Gegenseitigkeit zwischen den Geschlechtern wünscht, wird nicht umhin können, diesen emanzipatorischen Aspekt möglichst stark zur Geltung zu bringen. Doch abschließend möchte ich noch eine Frage loswerden, die mir wichtig erscheint. Ist Wirtschaft das höchste Glücksgut? Wohl kaum. Die Ökonomie ist die Bedingung der Möglichkeit des privaten oder auch öffentlich bekundeten Glücks. Essen, Arbeiten, Wohnen, diese existenziellen Grundbedarfe gehören gedeckt. Und die Menschen gehören in einem pädagogischen Sinne dazu, angeleitet, ihr soziales Kapital einbringen zu können. Dabei geht es nicht um Geld oder materielle Reichtümer. Hier geht es um Bereitschaften zur Mitwirkung und zur aktiven Teilhabe. In einem religiösen Sinne geht es um tätige Liebe. Es geht um Caritas und um Sorge um den anderen. Es geht um das lateinische cure oder das englische care. Und um die Einsicht, dass wir nur selbstbestimmte Lebewesen sein können, wenn wir auch die Verhältnisse der wechselseitigen Abhängigkeit anerkennen und als mutuelle Realität positiv besetzen lernen. Die positive Besetzung der mutuellen Realität schlechthin ist die Freundschaft. Oder auch die Schwesterlichkeit, Geschwisterlichkeit. All dies sind Sozialformen, die wir notwendigerweise kultivieren müssen. Wieso notwendigerweise? Weil wir ansonsten effektiv Lebenschancen eliminieren, weil wir ohne die Arbeit an einem neuen Menschen die Hoffnung aufgeben, dass es in einem ganz grundsätzlichen Sinne noch einmal anders werden könnte. Und wir Menschen sind der Hoffnung bedürftige Lebewesen. Wozu koche ich, wenn ich keine Mahl- und Tischgenossenschaft kenne? Wozu benötige ich ein Auto, wenn ich niemanden kenne, wohin ich fahren könnte, ein Mensch, den ich liebe oder der mich liebt? Wozu benötige ich ein Haus, wenn ich niemanden kenne, mit dem ich das Haus teilen möchte? Die Arbeit an diesen Faktoren ist keine schiere Möglichkeit, sondern ist die Notwendigkeit, derer sich Menschen intellektuell und in ihrem Handeln unweigerlich stellen müssen. Ob als Unternehmerinnen, ob als Politikerinnen, ob als Bürgerinnen, wir müssen, um das Bauhaus zu zitieren, den neuen Menschen in den Blick bekommen. Dabei handelt es sich nicht um isoliert
agierende Atome, die durch den gesellschaftlichen Kosmos trudeln. Was wir benötigen, ist die Gestaltung eines sinnvollen sozialen Polymers, einer Neuorientierung an kopplungsfähigen, aber auch wieder im Falle des Scheiterns entkoppelbaren Strukturen, die sich für den Menschen im 21. Jahrhundert als tragfähig erweisen können. Und tragfähig wird sein, was sich sowohl als robust als auch als flexibel erweist. Belastbar wird sein, was sich sowohl als individuell wie auch kollektiv intelligent bewährt. Nachhaltig wird nur sein, was soziale Innovation mit dem anthropologisch gegebenen Bedürfnis nach Sinn, Geborgenheit und Lebendigkeit verquickt. Wenn es der sozialen Innovation bedarf, dann in den Bereichen und Berufsfeldern, die der Kölner Genossenschaftstheoretiker Frank Schulze-Nieswand unter dem Kürzel Cure und Care bezeichnet und unter dem Ausdruck Caring Communities zusammenfasst. Eine Gesellschaft, die sowohl ihre Kranken, Alten und Bedürftigen als auch diejenigen Berufsstände, die sich um deren Gesundheit und den Erhalt der personalen Würde kümmern, im Stich lässt, missachtet den Geist ihres obersten Verfassungsgrundsatzes. Anscheinend haben eine Vielzahl von Trägern der Daseinsvorsorge nicht vor, ihre Mitarbeiterinnen, und es handelt sich hauptsächlich um weibliches Personal, angemessen zu entlohnen. Im Gegensatz zu Ländern wie Norwegen hat man auch nicht vor, die Wochenarbeitszeit zu reduzieren, damit sich die großen Belastungen ausgesetzten Mitarbeiterinnen regenerieren und auch um ihre eigenen Familien kümmern können. Damit es künftig aber zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeits- und Lebensqualität überhaupt kommen kann, scheinen offenbar neue Organisationskonzepte und Modelle angelegen zu sein. Modelle wie die der Caring Co-ops, die es hier vor Ort zu entwickeln gilt. Ich zitiere nochmal Schulze-Nieswand: Um die effektive Umsetzung der Daseinsvorsorgepflichten des sozialen Rechtsstaates als Gewährleister sozialer Infrastrukturen und der Förderung sozialer Kompetenzen zu verbessern. Zitat Ende. Wohlgemerkt, es geht hier um die Pflicht der Daseinsvorsorge in neuralgischen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Die Akteurinnen selbst können von Artikel 28 der EU-Grundrechtscharta, ihrem kollektiven Streikrecht, derzeit de facto keinen Gebrauch machen. So komplex ist die Gesamtlage. Der soziale und öffentliche Raum für den Austausch über die Daseins- und Arbeitsfristungsbedingungen ist daher nur beschränkt gegeben. Das Genossenschaftswesen könnte den Akteurinnen neue Spiel- und Verhandlungsräume verschaffen. Denn es besteht die Gefahr, dass die launische Gottheit des Marktes die Kranken- und Altenpflegerinnen dazu veranlasst, ihre Arbeitsplätze zu verlassen. Und was dann? Wer kümmert sich dann um die Bedürftigen, wenn nicht die Mitglieder einer unter Umständen neu zu etablierenden Sozialstruktur, ergo eine Caring Co-op, die in den lokalen und regionalen Lebenswelten gemäß Artikel 36 der EU-Grundrechtscharta dafür eintritt, dass Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse in gebührender Form zur Verfügung stehen. Wir leben in der EU, in der es Verträge gibt, die von allen Sozialpartnerinnen einzuhalten sind. Und in den EU-Verträgen steht unter Artikel 3 Absatz 3, dass die Union eine wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft sein solle, die unter anderem auf sozialen Fortschritt abzielt und im Zuge dessen soziale Gerechtigkeit, sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes aktiv fördert. All dies aber bedarf innovativer sozialer Formationen, in der sich die mutuelle Realität manifestieren kann. Was ist unter mutueller Realität also zu verstehen? Mutualität ist einer der ältesten Grundsätze menschlichen Zusammenlebens. Fast jede Person, jeden Alters, jeden Geschlechts, Berufsstands, Ethnie weiß im Grunde, was Mutualität ist. Es ist das Prinzip der Gleichstellung durch wechselseitige Hilfe, zum Beispiel unter Nachbarn. Es ist das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung als gleichwertige Rechtsperson. Die soziale Marktwirtschaft
stiftet auf der Basis des staatlich-rechtlichen Ordnungsrahmens die Möglichkeit, Netzwerke zu bilden. Und es sind alle kreativen und mitfühlenden Menschen aufgefordert, diesen wunderbaren Rahmen zu füllen mit Lebensformen der Reziprozität, die sich in der gegenseitigen Hilfe bekunden wird. Ein menschenfreundliches Gemeinwesen sollte das Ziel der ökonomischen Aktivitäten sein. Das steht nicht nur im Grundgesetz, das steht auch in nahezu allen religiösen Schriften, dass die Ökonomie von Gut und Böse, wie es bei Thomas Sedlacek heißt, darauf hinausläuft, dass Menschen zur Freundschaft und zur Kooperationsfähigkeit befähigt werden. Alles Potenziale, die im Modus des Genossenschaftswesens als einer mutuellen Realität eingeübt werden können. Das kulturelle Übungsprogramm der Genossenschaften lautet: Mach dir keine Gedanken darüber, wer oder was du bist. In der Genossenschaft wirst du Gelegenheit bekommen, es herauszufinden. Vielen Dank.